Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik und ich möchte euch heute mal was ganz was Besonderes vorstellen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, das ist ein Serotherrenmäher hier. Das ist wie bei den Panzer mit vorwärts, rückwärts mit den Hebel hier. Das Besondere an dem Gerät, das ist jetzt ein Akkugerät. Also kein konventioneller Benzinmotor, sondern ihr habt da Akkus. Und zwar könnt ihr da bis zu 6 Akku auf einmal stecken. Und zwar hier hinten. Das ist ein 56 Volt Profisystem. Da gibt es hier einfach entriegeln. Dann könnt ihr die Klappe aufmachen. Wir haben jetzt einen 10er Akku und einen, das ist 5 Amperestunden Akkus, aber ihr könnt bis zu 6 Stück an 12 Amperestunden Akkus stecken aktuell. Ihr habt eine Ladestation, die ist serienmäßig dabei, wo mit 1600 Watt ladet. Also ihr müsst die Akkus nicht ausbauen, ihr könnt sie auch drin lassen, ihr schließt sie einfach an. Das ist im Endeffekt das gleiche System wie beim Auto, wenn ihr ein Akku-Auto habt. Ihr steckt das eine Teil am Netz an, die kann man irgendwo hinschrauben. Und das andere Teil kommt hier bei dem Serotherrenmäher rein. Das ist also eine wunderbare, schöne Geschichte. Ihr könnt natürlich die Akkus auch separat mit Schnellladegerät oder Standardladegerät laden. Da ist es natürlich besser, wenn man Mehrfachladegerät hat. Sonst müsst ihr ja hintereinander laden. Dann habt ihr Anhängevorrichtung, also ihr könnt da zum Beispiel auch einen Streuer oder andere Geräte nachziehen zum Beispiel, ist auch kein Problem. Dann habt ihr einen richtig gescheiten Komfortsitz, Ledersitz mit Armlehnen beidseitig. Ihr könnt ihn in der Länge verschieben. Hier vorne ist ein Bügel. Ihr könnt ihn vor- oder zurückschieben. Ihr könnt die Härte hier verstellen, härter oder weicher, wie ihr es haben möchtet. Dann hier stellt man die Mähwerkshöhe ein, einfach hier rauf und runter. Ihr habt ein Multimähwerk, also ihr könnt es einmal mulchen. So ist es jetzt auf Mulchen. Wenn ihr umbauen wollt, ist auch ganz einfach. Hier das aushängen, dann den nach oben. Den nach oben raus und vorne außer da. Dann könnt ihr als normalen Seitenauswerfer nutzen, wenn es jetzt ein sehr hohes Gras ist. Also das Ganze wieder retour zum Mulchen, geht sie hier so rein, dann von oben da einhängen und hier die Feder wieder einhängen, dass es nicht rausgehen kann. Fertig. Ihr habt LED-Beleuchtung hier vorne und hinten ist auch noch eine. Also auch wenn ihr im Dunkeln abends noch mähen wollt, bei dem Gerät kein Problem. Dann habt ihr Anschlussmöglichkeit. Also ihr könnt zum Beispiel euer Handy laden, hier mit Klappe drüber, Anschluss. Dann habt ihr Flaschenhalter, wenn ihr länger mähen möchtet. Dann habt ihr hier ein Fach, wo ihr euer Handy reinstecken könnt mit einer Feder. Belastung, dass er nicht davon fliegt. Dann ein Hauptschlüsselschalter, den steckt man bloß hier rein. Da ist ein Ersatzschalter dabei. Mähwerk wird hier eingeschalten. Startknopf, Kontrolldisplay, Beleuchtung. Ihr habt verschiedene Modes, das zeige ich euch aber jetzt, wenn es an ist. Dann die Räder, die können drehen vorne, wie ihr wollt, in alle Richtungen, über die Lenkung hinten. Automatisch fahren tut er, antreiben tut er hinten. Das zeige ich euch jetzt auch praktisch, das Ganze. Also reinstecken, drücken, einfach zum Einschalten länger auf den Startknopf gehen. Akku müssen geladen sein. So, dann schaltet hier das Hauptdisplay ein. Hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Wir haben jetzt bei der Geschwindigkeit auf Stufe 2, könnt ihr 4 Geschwindigkeiten wählen. Langsam, mittel, schnell, ganz schnell. Beim Mähwerk das gleiche. Langsam, mittel, schnell, ganz schnell. Je nachdem, wie schnelle Messergeschwindigkeit ihr haben wollt. Dann habt ihr 3 Kontrollmodis. Standard,
Standard, langsam und Sport. Sport heißt, dass er halt giftiger reagiert auf eure ganzen Einstellungen. Mähwerk wird hier eingeschaltet, einfach ziehen. Ihr stellt praktisch da ein, wie hoch ihr mähen möchtet. Wir fahren jetzt einmal zur Mähfläche vor. Dann habt ihr hier, wie viel Prozent Akkuladung wir haben. Jetzt hier 98% und da vorne habt ihr auch noch eine Poweranzeige, dass ihr immer seht, wie euer Status ist. Könnt ihr hier schön euch einstellen, den Sitz, wie ihr es haben wollt. Weiter vor oder weiter hinten. Da ist wirklich auch für große Leute ausreichend Platz, damit man das wirklich angenehm machen kann. Hier die einfach zusammenklappen und dann könnt ihr eigentlich loslegen. Euer Programm wählen, wie schnell das gehen soll und dann braucht ihr bloß vordrücken. Wir fahren jetzt zur Mähfläche. So, jetzt starten wir unser Mähwerk. Wir werden jetzt einmal mit Mulchen anfangen. Bauen wir mal um auf Seitenauswurf. Also am Anfang ist es natürlich gewöhnungsbedürftig mit der Lenkung. Da sollte man am Anfang ein bisschen langsam anfangen, weil wenn man einen normalen Traktor oder Reiter gewohnt ist, ist es halt ungewohnt am Anfang. Also ich bin mit denen auch noch nicht gefahren zum Mähen. Deswegen, wie gesagt, da muss man sich dran gewöhnen. Also Seitenauswurf, einfach das rausnehmen. So. Und dann werden wir das Ganze mal seitlich raus und ein bisschen tiefer stellen. Mähwerk wieder an. Thank you.
jetzt einmal im Unterschied umgestellt auf höchste Power vom Mähwerk her. Also wenn ihr mal rüber schaut auf das Display, da sieht man jetzt die Leistungsstufen ganz schön. Jetzt hier die elektronische Leistungsanzeige und da kann man entsprechend das Mähwerk vorher auf niedrigster gemacht und jetzt zum Schluss auf höchster. Entsprechend ist dann mehr Energieverbrauch. Beim Fahrprogramm das gleiche, ihr könnt es auch weniger machen entsprechend. Ich habe es jetzt auf Stufe 2 und da könnt ihr natürlich auch unterschiedliche Modis fahren. Seit am Anfang, sage ich mal, schreibt man mal das Mähwerk aus, dann versteht es mich besser. Ist halt am Anfang, wie gesagt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit der Lenkung. Aber wenn man es einmal gewohnt ist, also ihr habt richtig Power. Und auch wenn einmal ein bisschen, da liegen ein paar Äste drin, weil der Wind ein bisschen was runtergeweht ist. Und ist jetzt auch Stroh trocken, deswegen haben da einzelne dürre Halme ein Stäblim. Aber der mäht das sauber ab. Da muss man das Messer noch einmal drüber schleifen leicht, weil die haben überlackiert. Wenn die Geräte neu haben, dann mäht es das auch sauberer ab. Also ihr seht, sowohl als Seiten aus als Wurf als auch als Mulcher ist der gut einsetzbar. Und was ich halt super finde, ihr braucht es nicht riesig umbauen. Das ist ein kleines Ding und dann ist das drin. Ich baue es einmal wieder ein. Also da ist heuer noch nie gemäht worden, da hinten, also das ist wirklich hohes Zeug. Und das ist staubtrocken, weil es schon länger nicht mehr geregnet hat. Also wie gesagt, einhängen, von oben einhängen und da hinten wieder einhängen. Und schon ist er wieder als Mulcher aufgerüstet. Also das ist wirklich eine schöne, einfache Sache. Also wenn ihr mal einen Profi-Akku mehr haben wollt, also mit dem Ego habt ihr ja wirklich ein Top-Gerät. Der kann mit 6 großen Akkus bis zu 10.000 Quadratmeter mähen. Also auch für große Anlagen geeignet. Also wenn es da mal was braucht. Wir haben jetzt noch 75% Leistung, weil wir haben ja relativ wenig Akkus jetzt drin. Wir haben ja bloß einen 10er und einen 5er drin. Man kann natürlich da wesentlich mehr reintun. Dann habt ihr entsprechend die Reichweite. Ja. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es ja, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir und ich zeige euch jetzt einmal noch die höchste Geschwindigkeit auch vom Speed her vom Fahren. Wenn wir jetzt umschalten. Moment, wo war das gleich wieder? Ah, genau. Zum Verstellen müsst ihr die Arme auseinanderklappen, dann könnt ihr die Geschwindigkeit verstellen. Also auseinanderklappen und hier auf Hase ganz vor. Wenn ihr alle vier Balken habt, dann habt ihr die maximal mögliche Geschwindigkeit. Jetzt fahr ich mal vor, dann könnt ihr es noch sehen, wie schnell der wirklich geht.